Ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming und hier machen wir heute ein etwas anderes Video und zwar erstmal ein bisschen Informationen zu den Factsheets, die heute am Freitag von Giants veröffentlicht worden sind. Und zwar betreffend natürlich dem Kubota Pack, was geplant ist am 28.06. zu erscheinen. Natürlich möchte ich mich auch ganz herzlich bei jedem von euch bedanken, denn wir haben gestern die Hürde von den 1500 Abonnenten überschritten. Ich werde auch noch ein paar Worte darüber verlieren, was wir Neues auf dem Kanal anzubieten haben. Jedoch bevor wir mit den Details starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Olaf, Alfie, Matthias, The Lord und ihr habt richtig gehört, das ist der Modder, dann Murdoch, Herr Malinka und Bär für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank jedem einzelnen von euch. Zusätzlich möchte ich mich bedanken ganz herzlich bei Stefan, bei Robert und bei Anonymous für die Spenden gestern während des Livestreams. Es hat richtig viel Spaß gemacht, diesen Livestream gestern mit euch zu zelebrieren, weil wir eben ja die 1500 überschritten haben. Der Antrag an Giants als Partner aufgenommen zu werden, wurde bereits verschickt. Es ist aber so, dass er Giants gestern nicht gearbeitet hat, da in Bayern oder im südlichen Teil oder in den katholischen Bundesländern in Deutschland ein Feiertag war. Und ich denke mal auch, dass heute auch nichts kommen wird, denn wahrscheinlich Giants hier auch den Brückentag eingelegt hat. Nichtsdestotrotz sind die drei Factsheets gekommen, die wir jetzt gleich angucken. Jedoch davor möchte ich kurz noch über die Neuigkeiten sprechen, die auf dem Kanal gekommen sind. Und zwar haben wir ab heute die Möglichkeit, Kanalmitgliedschaften anzubieten. Was bieten diese Kanalmitgliedschaften an und in welcher Form unterstützen diese den Kanal? Als erstes möchte ich erwähnen, dass wir vier Stufen von Mitgliedschaften haben, und zwar startend von 99 Cent bis und mit 10 Euro. Mit den Mitgliedschaften ermöglicht ihr, dass der Kanal so weiter funktionieren kann wie bis anhin, dass die laufenden Kosten wie Server und so weiter getragen sind und natürlich auch mein Fernziel von diesem Job hier leben zu können, komme ich hier damit natürlich schon einen Schritt näher. Die Mitgliedschaften sind natürlich gebunden an gewisse Vorteile, die ihr dafür erhält. Natürlich als Danke für die Mitgliedschaft an sich, für das Vertrauen an uns. Daher würde ich dich doch einladen, einmal oben rechts auf das i zu klicken, damit du mal diese Details zu diesen Mitgliedschaften sehen kannst und vielleicht dich entscheidest, doch den Kanal mit deiner Mitgliedschaft zu helfen. Wir kommen nun zu den Factsheets, und zwar kommt zum einen das Factsheet für den Kubota M6 Series. Natürlich ist dieser ein Traktor, ein sehr schöner Traktor, finde ich hier. Preis 80.000 Euro, ist nicht zu teuer. Die Leistungsklasse bewegt sich zwischen 104 und 141 PS, wird manuell und lastgeschaltet. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 190 Litern, 16 Litern DEF, wiegt 4,4 Tonnen und hat eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h. Der Preis habe ich schon genannt, 80.000 Euro. Sieht sehr schön aus. Wir sehen hier bei der Grasarbeit, da wird natürlich dann auch noch einiges an Equipment nachgereicht, nachdem das dieses DLC gekommen ist. Da wird noch einiges kommen, auch mit der Marke Kubota. Der zweite Traktor, der heute vorgestellt wird, ist der M7. Und zwar eben dafür als ein Traktor natürlich, zum Preis von 118.500 Euro, hat eine Leistungsspanne von 128 bis 168 PS, hat eine automatische Schaltung, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 330 Liter, 38 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h und wiegt 7 Tonnen. Das ist der größere Bruder davon, also der wird wahrscheinlich schon in der Mittelklasse stehen, natürlich noch nicht in der großen Klasse, aber auf jeden Fall in der Mittelklasse. Auch hier sehen wir hinten dran, dass die Vicon Ballenpresse angehängt ist. Hier, auch hierzu kommen natürlich dann im Nachhinein immer noch neue Kubota Maschinerien dazu. Und das letzte Factsheet für heute ist der R360, ist ein Frontlader, kommt mit dem Preisschild von 75.500 Euro, hat eine Leistung von 61 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 70 Litern, eine Maximalgeschwindigkeit von 18 km/h und wiegt 5,2 Tonnen. Das war es denn auch schon wieder von diesen Factsheets und von diesem Video für heute. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen noch einmal für das Erreichen und für die Treue und das Vertrauen in diesen Kanal. Hier ist es mittlerweile schon 34 Grad hier in Spanien und daher würde ich mir das Wochenende jetzt ausnehmen.
weil ich werde meine Tochter haben und wo kann man das am besten verbringen, diese Hitzewelle, ist natürlich am Wasser. Deswegen werde ich am Montag wieder zurück sein mit einem neuen Video. Ganz herzlichen Dank für alle und ich wünsche auf jeden Fall allen ein wunderschönes und sehr angenehmes Wochenende. Vergesst nicht viel zu trinken und zwar nicht nur Alkohol, sondern auch vor allem Wasser. Wenn es heiß wird, ist das einfach das Beste, was man zu sich nehmen kann. In dem Sinne sage ich nochmal allen ein wunderschönes Wochenende. Ich bedanke mich nochmal. Danke, tschüss und hasta luego.